Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Subnautica. So, dann wollen wir mal. Ich bin hier kurz vorm Verdursten und ja, wir brauchen Wasser. Wir brauchen unbedingt irgendwie Wasser. Und das Schlimme ist, wir sind im Wasser. Da denke ich auch nur noch an Wasser. Wir brauchen irgendwas jetzt, wo wir uns jetzt erstmal nochmal ein bisschen über Wasser halten können. Haha. Jetzt werden die Wasserwitze knapp. So, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal nochmal zurück zu unserer Kapsel kommen, am besten gleich. Jetzt werde ich hier erstmal nochmal die Fische, ja, für Wasser missbrauchen. Ach, da ist noch ein Ding ist da noch dran. Das kann ich mir nochmal reinpfeifen. Eieieiei. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Das heißt, ich habe ja hier immer noch keinen Eingang. Ich muss das bald umsetzen, ey. Das ist der Wahnsinn. So, das heißt, jetzt hier wieder raus. Ich habe die Kuppel auch bei. Das heißt, nehmen wir jetzt Krebs. Ne, komm, wir nehmen hier unsere Bahn. Die ist ein wenig schneller. Und jetzt werde ich erstmal Fische fangen gehen. Weil wir müssen gucken, dass wir unser Wasserhaushalt wieder hochkriegen. Weil, naja, wir verdursten hier. Und ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit hier den einen Bauplan noch nicht raus wieder gelöscht. Das sollte ich auch mal machen. Dann sieht man auch mal wieder ein bisschen mehr. Jetzt muss man nur gucken. Sobald halt ein wunderschöner Fisch da ist, werde ich halt rausgehen und meine Kuppel benutzen. Und jetzt ist hier natürlich nirgendwo irgendwo einer, ne? Natürlich nicht. Warum auch? Könnte ja nützlich sein. Nur andere Fische, die andere Fische beißen. Also nahrungstechnisch sind wir ja, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ah, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Aber die geben halt immer noch am meisten. Komm, komm, komm. Schnell, bevor er weg ist. So. Komm, an. Bevor ihr mir den weg esst. Ja, jetzt fresst ihr mir alles andere weg, ne? War irgendwie schon so klar. So, jetzt würde ich dich wieder auswechseln. So. Oh, jetzt müssen wir uns aber wirklich beeilen. Könnten ja dann hier eigentlich auch bei unserem Pott die direkt zu Wasser machen. Habe ich dann... Oh, ich habe noch einen gesehen. Jagen, jagen, jagen. So, solange es jetzt nur einer ist. Jetzt werde ich erstmal gucken, dass wir jetzt Wasser dementsprechend uns jetzt wieder reinverleiben. Und dann wird es wirklich Zeit, dass wir das dann nicht mehr über Fische regeln müssen. So, zweimal Wasser holen wir uns jetzt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, über Schnee sich das zu schmelzen. Aber das war ja hinten. Und da waren wir ja auch ordentlich lange unterwegs. Und ich wollte jetzt halt nicht schon wieder rushen. Wir haben ja jetzt schon die meisten der Base, also drei Bases haben wir jetzt schon einfach mal so durchgerusht. Und nachher vergesse ich da zu viel, weil durch das Rushen, auch nicht so toll. Das heißt, ich würde gerne lieber über Normalbetrieb laufen. Also sprich über den Basebetrieb zum Beispiel. Oh, da ist noch einer. So, schnell. Wo ist er hin? So, dann nehmen wir hier jetzt gleich alle Fische mit, die jetzt uns in die Falle gegangen sind. Da kommen gleich noch mehr, wunderbar. Da haben wir wenigstens auch noch ein bisschen was zu essen da. Vielleicht noch einer, sehr gut. Noch einer. So, und du auch nochmal. Gut. Einmal wieder wechseln. Das war jetzt eigentlich eine relativ gute Ausbeute. Kann man so nehmen. Ah, da ist noch einer. So, komm her.
Ja gut, die Steine nehme ich jetzt auch mit, weil wir brauchen ja sowieso Titan. Wir müssen dann auch gleich weiter Titan besorgen. New creature discovered. Oh, wie viele. Sehr schön. Komm. Mehr. Ich brauche Fische. Wird es auch bald Zeit für ein Aquarium. Weil so viele Fische, wie ich jetzt hier schon eingesammelt habe. Jetzt wird gleich voll nur mit Fischen. So, kann ich dich wieder einstecken? Hoppala. So, dann wollen wir mal gucken hier. Fahren wir jetzt schon wieder zurück? Ja, komm, wir können eigentlich schon wieder Richtung Heimat fahren. Aber eins werde ich jetzt nochmal ändern. Und zwar den Krebs, den werden wir jetzt nochmal kurz umfärben. Das brauchen wir noch. Anlegerstation Delta könnten wir eigentlich ausschalten. Ja, das dürfte erstmal so passen. Ich werde jetzt auch nicht zu viel hier angezeigt kriegen. Jetzt fällt mir noch was ein. Könnten wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Ja, Inventar voll, war mir klar. Aber egal, einer reicht ja schon. Zum weiter anpflanzen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir uns dann auch definitiv um Titan und Co. kümmern. Oh, jetzt sind hier noch mehr. Ja, jetzt ist das Inventar schon voll. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut. Bin sowieso am Überlegen, die geraden Linien, die wir jetzt sozusagen da haben, dann auch später durch Glas zu ersetzen. Bloß wir müssen dann halt auch irgendwo die Stabilität nachher rausziehen. Deswegen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann nochmal schauen. So, jetzt erstmal hier wieder raus. Und dann gucken wir, dass wir jetzt hier uns die Fische erstmal machen. So, der erste Baum. Ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich hier nicht durch, oder was? Der erste Baum ist schon so gut wie gewachsen. Sieht hier aus. Ja, Haselnuss ist auch schon bald fertig. Sieht ja aus wie eine Haselnuss, eine riesige. So, das wollte ich nicht machen. Das auch nicht. Wir machen jetzt erstmal Wasser. Wasser, 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 Wasser. Ich muss nachher nur aufpassen, wenn ich nachher die Filteranlagen ansetze. Dass ich dadurch dann halt auch die Struktur nicht zu sehr beeinflusse und auch meinen Energieverbrauch dementsprechend reguliere. Ja, das wird, oh, ich kann endlich mal was Anständiges trinken hier. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir jetzt hier noch irgendwo was rein? Nee, sieht nicht so aus. Doch hier. So, dann machen wir das jetzt erstmal wie folgt. Habe ich noch den Konstruktor? Den habe ich noch. Batterie? Hatte ich hier irgendwo noch eine volle Batterie? Sag mir nicht, dass ich keine vollen Batterien mehr habe hier. Ich hatte doch noch irgendwo eine. Ach, die habe ich sogar noch im Inventar. Hm. So, jetzt nehme ich erstmal dich hier ab. So, und dann setzen wir dich nämlich jetzt hier drüben mit rüber. Dann gucken wir mal, ob ich das jetzt auch so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, hier oben soll jetzt der Fabrikator hin. Und direkt darunter wollte ich dann eine Ladestation für die Batterien machen. Dafür brauchen wir Kabelsatz, Kupferdraht und Titan. Ja gut, da steigert das schon beim Kabelsatz. Dann gucken wir mal. Also wir kriegen ja hier sowieso nur eine Reihe rein. Dass wir hier dementsprechend ein paar davon hinstellen schon mal. Oh, das guckt da ein bisschen raus. Kann ich das so ein bisschen fixen, indem ich da einfach was drüber setze? Mit Sicherheit. So, dann setzen wir hier uns jetzt schon mal ein paar Schränke hin. Damit die Schränke auch hiervon rauskommen.
Weil ich glaube, das wäre auch ein bisschen angenehmer dann. Ich habe aber, wie gesagt, auch keinen Titan mehr so richtig. Na gut, der ist sowieso leer, den können wir abrupsen, können wir nicht, weil mein Inventar ist voll. Zwei Fischis weg. So. Könnten wir wenigstens einen hier hinten schon mal hinsetzen. Ja, passt. Dann schmeiße ich jetzt hier, also sortieren, das tue ich dann wie gesagt wieder offscreen. Das ist bis LP ja dann ein bisschen langweilig. Aber jetzt können wir es wenigstens schon mal hier alle reinschmeißen. Das ist doch schon mal was. So, dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt noch mal wenigstens ein Leerraum. Und die Wickelpilze genauso wie die Gelsäcke, die müsste ich halt auch ansetzen. Aber dafür brauche ich halt, ne, was? Titan. Ohne Titan. Ja, wenn ich den nicht abbaue, dann klappt das auch nicht. Ah, Mann. So, Spind mitgenommen. Sieht hier auch schweineduster aus. Hm. So, haben wir den nächsten dran. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Draußen. Oh, hier draußen ist es auch duster. Keine Energie. Ja gut, dann kriegst du schon mal die nächste Batterie. Dann muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt die Außenbeetkästen... Wo waren die drin? Drunter? Hier. Dass ich die jetzt hier auch anständig hinsetzen kann. Weil davon werden wir ja einige brauchen. Und das ist schweineschwierig, die hier so richtig hinzusetzen. Na, komm schon. Oi. Na, nicht ganz, aber es ist okay. Es ist okay. So, dann gucken wir mal. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte drauf zugreifen. So. Denn ich wollte jetzt hier schon mal ein bisschen was anpflanzen, damit hier schon mal ein bisschen was wachsen kann, weil das Wachsen dauerte extrem lange. Das kann ich ja dann nachher immer noch umändern. So, dann gönne ich mir jetzt mal einfach zwei Fischis. Die werde ich mir jetzt einfach nochmal zu Gemüte führen. Und dann werden wir jetzt gleich nochmal gucken, dass wir jetzt nochmal ein bisschen Titan und Ressourcen holen. Vor allen Dingen Titan. Also Titan ist mega wichtig. So, das heißt, wir sind jetzt auch nicht gerade am Verdursten. Kriege ich hier jetzt noch den Rest rein, den ich jetzt dabei habe? Ja. So, wunderbar. Dann sind wir jetzt schon soweit leer. Irgendwie, ich hänge hier ab und zu in den Treppen so ein bisschen fest. Der mag meine Treppen nicht. Jutti, du warst jetzt... Ah ne, hier ist noch Lithium drin. Das nehmen wir natürlich nochmal raus. Schmeißen das hier jetzt nochmal mit rein. Und dann gehen wir jetzt nochmal ein bisschen sammeln. Welcome aboard, Captain. So, und ich habe mir jetzt überlegt... Können ja hier geradezu gleich ein bisschen was einsammeln gehen. So. Komm. Das schaffst du. Jawohl. Und zwar, wenn wir jetzt so Richtung Delta-Station hochlaufen. Weil, wie gesagt, mit unserem Krebs. An und für sich. Na komm, ich gehe nochmal kurz hier runter. Ich sehe gerade, ich habe den ja hier noch gar nicht repariert. So. Ich glaube, wir haben auch kurz einen Moment. Machen nicht mal kurz ganz.
Besser wär's. Nicht, dass uns wieder so ein Riesenfischi aufsammeln will und sagen will, lecker. Krebs zum Essen. So, Fisch haben wir jetzt auch mit eingesammelt, weil wir es können. So, denn hier müsste ja auch sowas wie Blei und auch quasi Gold und so ein bisschen zu verwinden sein. Hier haben wir auch nochmal Silber. Oder auch nicht. Ich hoffe, dass der mich jetzt in Ruhe lässt. Oder will er mit mir fighten, ha? Du, ich hab hier Doppelboxer, ne? Bin schlimmer als ein Boxer. So, sehr schön, Silber. Da haben wir nochmal Gold. So, da haben wir nochmal Titan. Na komm. Wie tief ist das eigentlich, wenn ich jetzt hier reinfliege? Ich wollte dich haben, aber... Ich hab einen. So, dann holen wir uns hier jetzt nochmal ein bisschen Silber, weil wir brauchen auch Kabelsätze ohne Ende. Und Titan ist ja jetzt momentan eigentlich eher nur so ein Nebenstrang, den wir einfach kriegen. Ich muss jetzt eigentlich nicht immer die ganze Zeit gucken, oh Gott, werde ich gleich angegriffen oder nicht? Jetzt können wir hier einfach schön alles in Ruhe einsammeln. Und Sauerstoff kein Problem. Man muss sich an und für sich jetzt gerade keine Gedanken machen, ne? So, wir sind gerade mal 50 Meter hoch. Da. Man beißt mich nicht. Es gibt nur Ärger. So. Kupfer nehmen wir uns auch mit. Jetzt bin ich aber hier schon wieder rausgerannt aus dem Gebiet, ne? So ein bisschen. Ein wenig mehr. Raus wollte ich jetzt hier nicht rennen. Ich wollte ja halt, wie gesagt, hier alles mitnehmen. Behälter ist kein Platz mehr. Okay. Blub, 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 blub. Alles mitnehmen. So. So, dich einsammeln. Wunderbar. So, hier zwischen, mank den Dingern, können wir doch auch nochmal... Sammle ich hier aber recht viel Silber auf. Vorsichtig bleiben. Dass ich nicht nur Silber mitnehme. Weil das wäre ja dann auch doof. Sag mal, waren wir hier nicht vorhin? Das kommt mir so bekannt vor. So. Da haben wir wieder so einen Boxer. Mehr Silber. Silber und Blei sehen halt fast identisch aus. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. So im schnellen Augenwinkel. Ja, es ist auch wieder Silber, ne? Ja, ich dachte, das ist jetzt Blei. Das eine oder andere Blei-Ding würde ich schon gerne hier mitnehmen wollen. Wenn wir es hier finden. Kupfer, Kupfer. Das hier müsste Blei sein, ne? Ja. Aber es ist Titan. Gut, dann krebeln wir hier einfach mal hoch.
Oh, ist jetzt sogar ganz ruhig hier. Ist jetzt eigentlich die Frage, könnten wir mit dem Krebs eigentlich auch da, wo die Bohrungen waren, rein? Weil das würde mich ja mal interessieren. Weil wenn das gehen würde, dann wäre das doch viel einfacher da runter. Na okay, ich glaube, wir kommen dann nie wieder hoch. Oder? Weil es geht ja denn da schon ein bisschen tiefer runter. Aber es gab da ja so Dinger, die man dann anbohren könnte mit für Ressourcen. Oh, sehr schön, ein Blei. So. Ey, das Sammeln ist so entspannt mit dem Krebs. Gut, wir müssen aber auch gucken, dass wir dann bald die Ladestation bauen. Oder auf Ionenbatterie umsteigen. Aber die können wir ja noch gar nicht. Dafür müssten wir dann nochmal ein bisschen weiter in der Story gehen. So. Nee, du sollst hier und in die Tasche stecken. Gut, jetzt müssen wir nur noch Krebs voll machen. Nein, nun sammelt er doch ein Reifen. Dankeschön. So, jetzt müssen wir langsam wieder zurück watscheln. Jetzt sind wir ein bisschen weit vom Kurs abgekommen. Aber na gut, passiert halt mal. Aber haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Titan drinne. Ist gar nicht mal so verkehrt. Machen wir hier nur nochmal mit allen möglichen Krempel voll. Müssen wir auch gucken, dass wir vielleicht den ersten... Ja, die erste Dockingstation fertig kriegen, weil dann könnten wir da auch ein Modul für bauen für mehr Tragkapazität. Das wäre dann auch, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. So. Oh. Da könnte nochmal Blei drin sein. Jawohl. Will man eigentlich gar nicht so schnell hier durchflitzen. Oh, das nehmen wir uns auch nochmal mit. Ist zwar ein bisschen weird, warum das jetzt hier einfach so rumliegt, aber wurscht, wird mitgenommen. Ich finde cool, dass man wenigstens jetzt auch mit dem Krebs richtig schön steuern kann. Und halt auch mal ein bisschen Gas geben kann. Das ging ja mit der alten Version, ging das ja gar nicht so richtig. Das ist im ersten Teil. Das ist schon ein krasses Update. Das ist aber auch schon MK3, ne? Damals war es ja noch MK1. Ja, ich sehe schon. Base voraus. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, kriegen wir jetzt hier das Ding fertig? Ja, kriegen wir. Und ich glaube, ich bin einfach zu schnell. Jetzt hängt er hier sich immer auf. So, dann nehmen wir hier nochmal einen mit. Dann gehe ich jetzt hier einmal kurz rüber. Welcome aboard, Captain. Und dann schauen wir mal. Jetzt guckt die Pflanze trotzdem raus. Verdammt. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Ah, sie hat schon was zu essen und ich kann sie scannen. So, wie war das Essen von dir jetzt hier? Das war nur Nahrung und Körperwärme. Ja, dann ist das verkehrt. Also doch nicht so richtig. So, jetzt gucken wir mal. Kriege ich hinten noch den einen Raumteiler hier dran, damit wir vielleicht schon mal einen ansetzen können. Okay. Irgendwie klappt das nicht.
dass der da direkt dran ist. Bestimmt. Was wollt ihr denn jetzt hier? Bestimmt, weil wir jetzt hier den Raum geteilt haben, oder? Klappt das nicht? Oh, das ist natürlich ärgerlich. Wenn ich das jetzt hier wegmache. Ja, da ist der nämlich jetzt. Okay. Aber jetzt sind die auch verbunden. Das heißt, ich muss mal hier kurz das rausnehmen. Da müsste ich mal gucken, wie machen wir das denn am schlauesten? Also ich würde hier schon gerne so Raumteilung reinsetzen. Aber hier kann ich das nicht ansetzen, weil hier ist ja jetzt unser Einweg. Und ich kann das ja hier nicht einfach so rüberziehen. Das ist natürlich doof. Das heißt, ich muss mir dafür dann nochmal was anderes einfallen lassen. New creature discovered. Okay. Kann man dich auch essen? Na, essen kann man dich nicht, aber du bist halt, ich hab dich. So. Gut, dann hole ich mir kurz nochmal Wasser hier. Und dann muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das denn hier am ehesten machen. Weil dann klappt das ja so doch nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann hier auch keinen Raumteiler so in die Mitte drehen, ne? Also ich kann ihn zwar so setzen. Würde das gehen? Jetzt muss ich den ja erst fertig machen. So. So, und dann müsste ich ja gucken, dass ich hier dann die Tür reinsetze. Dann hätte ich hier aber so kleine... Naja. Sieht halt ein bisschen doof aus hier. So würde das aber gehen. Im Ganzen. Und dann kann ich den hier wegmachen. Den hier wegmachen. Na, den kann ich ja jetzt gerade nicht wegmachen. Dann könnten wir hier... Ich weiß auch nicht, ob man das dann einfach so über die Kante legen kann. Doch, das snappt sogar an. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Jetzt könnte man gucken, kann ich hier noch irgendwo... Na, hier könnte ich dann wieder einen reinsetzen. Der das Ganze dann nochmal aufteilt. Aber dann würde ich mir nur Platz wegnehmen quasi. Ist eigentlich auch doof. Ist ja an und für sich auch doof. Also das könnte ich hier noch so lassen. Ist okay. Wie gesagt, gefällt mir jetzt aber halt nicht mit dem... Dass das da so ein bisschen rausguckt. Gut, da muss ich mir auf jeden Fall nochmal was einfallen lassen. Bevor wir da jetzt weiterarbeiten oder weiter dran arbeiten. Aber... Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.